Ey Leute, seid doch mal ehrlich, das sieht hier aus wie so eine Casting-Couch. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, bevor wir auch gleich mit mehreren peinlichen Mädchengeschichten aus meiner Schulzeit anfangen, wollte ich noch ganz kurz Werbung machen für die Autogrammkartenaktion. Egal, was ihr bestellt im Klamottenshop, Hoodies, Caps, bekommt ihr immer eine Autogrammkarte von mir dazu. Ich zeige euch auch mal ganz kurz. Genau so sehen die Dinge aus. Unten an meiner Unterschrift auf jeden Fall richtig nice. Aber wenn ihr sagt, yo, ihr habt keinen Bock auf ein T-Shirt, dann könnt ihr auch etwas aus dem Handyshop bestellen. Da gibt es verschiedene Cases. Es gibt einmal so Hardcases, dann so Silikon, dann mit Leder. Sieht auf jeden Fall alles richtig nice aus. Immer mit meinem Logo, das finde ich mit am besten, mit dem LA-Hintergrund. Auf jeden Fall richtig, richtig fresh. Man kann da sogar mein Logo auf seine PlayStation 4 bestellen lassen oder auf sein iMac kann man das draufkleben oder sogar als Leinwand. Auf jeden Fall richtig cool. Wie gesagt, Autogrammkarten gibt es dann im Handyshop und im Klamottenshop. Und ich würde sagen, Leute, fangen wir gleich an mit der ersten Geschichte. Als letztens mein Real-Life-Kollege Richie bei uns zu Hause war, haben wir uns ein bisschen über alte Geschichten ausgetauscht und wir mussten übelst lachen, also er vor allem über mich aufgrund einer Story. Ich glaube, jeder von euch kennt das, jeder hat es schon mal erlebt, dass es ein Mädchen gibt in einer Klasse, auf das einfach fast jeder Junge steht. Und so war es bei uns damals auch in der 5. Klasse. Wirklich jeder war so scharf auf sie, das war nicht mehr normal und ich war halt auch richtig, richtig krass in sie verliebt. Und ich hatte schon so ein bisschen Kontakt mit ihr, weil ich wurde damals in der 5. Klasse zum 2. Klassensprecher gewählt und sie war die 1. Klassensprecherin. Und da gab es immer so Klassensprecherversammlungen und da saßen wir immer nebeneinander und deshalb hatte ich schon so ein bisschen Kontakt. Und dann sind wir in der 5. Klasse in Schullandheim gefahren. Und dann ist mir leider ein richtig belastendes Trauma passiert, worüber sich heute noch Richie lustig macht. Und zwar, es war so spät am Abend, eigentlich sollten schon alle ins Bett, es war schon Nachtruhe, aber ein Mitschüler hat sich dann mit ihr unten noch getroffen. Wir haben halt alle oben gepennt und haben dann so gedacht, oh fuck, was macht er jetzt mit ihr, als ob er sie jetzt küsst oder was weiß ich. Wir haben schon übelst die Panikattacken bekommen, wir sind schon sofort schon so eifersüchtig geworden. Und er ist dann runtergegangen und so 20 Minuten später ist er wieder hochgekommen und hat dann so übelst rumgepusht. Ich habe mit ihr so rumgehauen in der 5. Klasse. Und als die anderen, die auch alle auf das Mädchen standen, das gehört haben, unter anderem war auch ich dabei, waren erstmal absolut in Schock und kein Spaß, Leute. Sofort, es hat nicht mal eine Minute gedauert, haben einfach 6 oder 7 Jungs übelst angefangen zu heulen, Alter. Und jeder hat seine verschiedene Art und Weise, wie er denn heute. Eine war so übelst hysterisch von uns. Er hat so richtig so. Sie hat sich geküsst. Der eine hat einfach so, keine Ahnung, für sich alleine geheult in sein Kissen rein und hat dann diese Tränen mit dem Taschentuch abgewischt. Und ich war dann halt auch so einer, ich gebe es ehrlich zu. Ich hatte jetzt nicht so eine übelste Heulattacke. Ich habe mich dann einfach so auf mein Bettchen gelegt. Und ich gebe es zu, Leute, ein paar Tränen habe ich auch vergossen. Und Richie, den ihr auch aus der Flachwitz-Challenge kennt, mit dem habe ich mir das Zimmer geteilt und der hat mich dann dabei erwischt, hat mich erstmal übelst ausgelacht und er sagt bis heute noch, dass genau neben meinem Kopf eine riesige Pfütze von Tränen war. Und er hat sich einfach noch jahrelang darüber lustig gemacht, Alter. Aber ich verneine es bis heute, dass ich nicht so krass geheult habe. Also schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr auch schon sowas hattet, dass einfach alle Jungs nach einem Mädchen komplett verrückt in der Klasse sind. Das Lustigste bei der ganzen Geschichte ist, dass der Junge, der angeblich mit ihr rumgemacht hat, komplett nur geblufft hat. Das heißt, wir haben einfach alle umsonst geheult, Alter. Richtig, richtig belastend. Nächste Story, Leute. Ein paar Jahre später war ich dann einfach so, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich kann es selber gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall bin ich dann in so eine Kinderbeziehung mit einer eingegangen. Das hielt auch nicht mal eine Woche. Das war einfach ein kompletter Kindergarten. Und ich habe sie auch nicht mal geküsst in der Woche, gar nichts. Es ist absolut null zwischen uns gelaufen, aber ich war einmal bei ihr zu Hause. Man muss auch dazu sagen, klar, man sollte jetzt nicht die Menschen komplett auf ihr Äußeres reduzieren. Aber ich sag mal so, vom Optischen war sie jetzt von 1 bis 10 oh, so eine solide 3. Ich bin dann zu ihr gefahren diese eine Woche und wir haben dann so Browserspiele gespielt auf ihrem PC. Wir haben uns mal abgewechselt, das kennt ihr bestimmt noch, so diese Minigames einfach, die man gratis da zocken kann. Als ich dann dran war und gezockt habe, wir waren dann so voll in the zone, wir haben uns jetzt nicht so viel unterhalten,
Sie hat mir zugeschaut und es war einfach richtig, richtig leise. Und auf einmal, Leute, sie hat einfach neben mir gefurzt. Nicht so extrem laut, aber ich habe es auf jeden Fall deutlich gehört, so. In dem Moment, wo sie gefurzt hat, habe ich innerlich so lachen müssen. Aber man kann ja nicht einfach so anfangen zu lachen und den anderen bloßstellen. Deshalb habe ich einfach nichts gesagt. Ich war einfach leise. Aber so 5 Sekunden später hat sie dann so gesagt, Entschuldigung. Und ich sag dann so, wieso, was ist los, wieso entschuldigst du dich? Sie sagt so, ach nee, 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 passt schon, passt schon. Aber es lag so offensichtlich auf der Hand, dass ich es natürlich gehört habe. Und dieser Moment, Leute, hat mich so krank von ihr abgeturnt. Und sie war sowieso schon von 1 bis 10 eine 3. Und nachdem sie dann auch noch neben mir gefurzt hat, Alter, war dann sowieso vorbei, Alter. Oh mein Gott, ey. Jetzt müssen wir noch mehr Jahre zurückgehen, und zwar in die 2. Klasse. Ich war da, ich glaube, 8 Jahre alt. Und da gab es auch ein Mädchen, auf das ich unnormal stand, Leute. Sie ist Jessica. Sie war auch Russin. Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an meinen russischen Genen, dass ich mir dachte so, okay, wenn du ihr etwas schenkst, vielleicht verliebt sie sich ja in dich. Und ich dachte einfach, der Materialismus wird bei ihr absolut funktionieren. Und deshalb habe ich dann eine Freundin von mir gefragt, die ein bisschen älter war und sich ein bisschen auskannte. Hey, können wir bitte zusammen in den Laden gehen? Ich möchte ihr irgendwas schenken. Und sie hat dann gesagt, ja okay, dann schenk ihr Ohrringe oder einen Ring oder sowas. Und dann habe ich direkt so gesagt, komm, lass einen Ring kaufen. Und der Ring hat damals, ich glaube, so 50 Euro gekostet. Das war auf jeden Fall richtig, richtig viel für so einen 8-Jährigen. Und ich habe mir das auch übelst zusammengespart. Ich habe einfach mein ganzes Taschengeld für diesen Ring ausgegeben. Auf jeden Fall haben wir den dann gekauft. Und im Pausenhof habe ich ihr dann den gegeben. Sie hat sich auch gefreut. Und sie hat mir dann auch ihre Nummer gegeben. Aber damals gab es sowas noch nicht wie WhatsApp, Handy und so weiter. Einfach ihre Haustelefonnummer hat sie mir gegeben. Dann am nächsten Tag habe ich dort angerufen, ihre Mama ist dran gegangen. Ich habe dann gefragt auf Russisch, ist die Tochter da, kann ich mit ihr reden? So richtig süß einfach. Und ja, ich habe dann mit ihr getalkt, habe gesagt, ja komm, lass treffen morgen oder so, da und da. Und sie hat gesagt, ja klar, kein Problem, gerne und so. Und dann am nächsten Tag habe ich dann dort beim Treffpunkt um die richtige Uhrzeit, ich war überpünktlich, Leute. Ich weiß noch ganz genau, ich habe mich richtig gut angezogen als 8-Jähriger. Meine Mom hat mir sogar noch einen Blumenstrauß besorgt, damit ich ihm Blumen gebe als 8-Jähriger. Und noch eine Schachtel Pralinen habe ich mitgebracht. Ich war einfach so ein kleiner russischer Antoschka, der so richtig den Gentleman-Modus ausgepackt hat, davor ihr noch einen Ring geschenkt hat. Ich wollte sie einfach komplett direkt heiraten am besten. Und ich habe dann bei dem Treffpunkt mehr als eine Stunde auf sie gewartet. Und was ist passiert? Sie ist einfach nicht gekommen. Ich habe den Korb meines Lebens bereits in der 2. Klasse kassiert. Stell dich einmal vor, ihr schenkt ein Mädchen einen fucking Ring, ihr kommt mit einem Blumenstrauß, mit einer Schachtel Pralinen. Als 8-Jähriger wartet eine Stunde auf sie und sie kommt einfach nicht. Digga, das war so ein Trauma für mich. Ohne Scheiß, Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für das heutige Video. Waren echt viele lustige, peinliche Mädchengeschichten von mir. Schreibt mal ein paar Storys von euch in die Kommentare, die euch so passiert sind in jungen Jahren. Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren. Und ich würde sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Checkt den Handyshop und den Klamottenshop aus. Wie gesagt, dann bekommt ihr eine unterschriebene Autogrammkarte von mir. Und ihr würdet mich damit natürlich auch supporten. Ich würde mich riesig freuen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Postet die Sachen, wenn ihr sie zu Hause bekommt, auch bei Instagram. Ich like die Bilder immer. Und folgt mir auf Snapchat. Wiska Wasser mit 2i. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und